Okay, Leute, da wären wir wieder zu einer neuen Folge Minecraft Timeline und ja, ich stehe ja noch auf dem Baum rum, ich weiß aber auch nicht wieso. Wir sind aber jetzt auch in der 1.4.7, das heißt, ja, wir haben wieder einige Bugfixes und so weiter, ne? Ich habe ja letzte Folge schon so ein paar Bugs aufgezählt, die dann hier gefixt wurden. Ich glaube auch mit dem Essen, dass man nochmal so schnell isst und so, das ist jetzt neu. Kann sein auf jeden Fall, bin mir nicht ganz sicher. Ja, aber die Skelette schießen immer noch so langsam wie früher auch, ne? Wurde ja dann später auch angepasst, dass die immer öfter schießen, je näher du kommst. Und ja, ist ein bisschen nervig heutzutage immer. Oder beziehungsweise in den Versionen jetzt. Heute haben sie es ja dann nochmal anders. Ja, aber es ist halt leider so. Und die Stabilität wurde aber in dieser Version schon um einige Sachen angepasst. Und hier ist es ja auch so, dass wenn du Items jetzt droppst, dass die so in 3D angezeigt werden, ne? Gab es vorher ja noch nicht. Und ja, es sind halt einige solche Sachen hinzugekommen jetzt, ne, die, so, ja, zum Teil grafisch und zum Teil, auch jetzt spielmechanisch, einiges beeinflussen. Ja, werden wir dann noch sehen, zum Beispiel eine Sache, wenn ich jetzt hier, einen Baum mit der Axt abbaue und dann aber schnell wechsle auf ein anderes Item, dann wird es nicht den Baumstamm fertig abbauen, so wie vorher, sondern es fängt dann wieder von vorne an. Und das ist selbst so, wenn ich jetzt hier einen halben Stack rauswerfe und dann hier anfange abzubauen und dann den aufnehme, dann fängt er wieder von vorne an. Ja, das waren halt alles so Bugs damals, ne? Die sicherlich auch ziemlich nervig waren, zumindest finde ich. Die dann auch noch gefixt wurden. Aber es ist bis heute so, dass du halt nicht wechseln kannst, während du einen Baum abbaust und der dann weiter abbaut, ne? Das geht heute dann auch nicht mehr, das ist halt geplant, damit man nicht immer, ja, kurz bevor die Axt, oder dass man die Axt benutzt und kurz bevor der Block abbricht, oder auseinanderfällt, zur Hand wechselt, damit man die Axt nicht abnutzt, ne? Das, hat man ja vorher vielleicht gemacht, ne? Geht halt jetzt nicht mehr. Und, ja, das dient sozusagen zum Schutz der Items oder so, oder dass die Durability halt gewahrt wird. Und ja, ein kleiner Bug ist zum Beispiel noch, dass wenn man hier drüber fährt, die Schrift so weit weg ist. Dieses Ei, dieser Schriftzug ist so übelst weit weg und ja, das haben sie dann auch noch gefixt, dass da wieder so nah dran ist wie vorher. Und ja, hier, die Zombies sind jetzt auch nicht mehr so laggy wie vorher, ne, in den ganzen Versionen sind die ja dann immer so übelst langsam geworden, wenn man die schlägt und alles, und jetzt laufen die wieder ganz normal, und ich habe auch das Gefühl, dass die ganzen Viecher wieder zumindest etwas, flüssiger geworden sind, aber sie, ja, ruckeln immer noch so ziemlich rum, also, ja, so ganz im Griff hatten sie das ja auch noch nicht, aber immerhin war es schon mal etwas besser als in der 1.3 und 1.4.2, ja, keine Ahnung. Fällt mir auf jeden Fall so auf. So, brauchen wir eigentlich noch ein bisschen Holz? Ich denke mal schon. Ich nehme mir jetzt einfach nochmal hier ein paar Birken mit, ne? Ich erschaffe jetzt hier so eine Lichtung nochmal, würde ich sagen. Dann können wir hier auch nochmal was mitnehmen. Und ja, ich hätte auch noch ein kleines Thema für heute. Und zwar ist ganz interessant, ich bin vorhin aufgestanden und da höre ich erstmal so die ganzen Pfeifen von draußen, ne? Und ja, wir als Abiturienten sind natürlich schon durch damit, ne? Wir haben das schon vor über einem Monat gemacht, ja, dass wir dann eben so rumgelaufen sind an unserer Schule und da hier Faxen gemacht haben, ne? Wegen Mottowoche und so weiter, wegen Abschluss halt, letzter Unterrichtstag und so. Und ja, heute waren dann eben die Regelschüler dran, ne? Am 25. Mai jetzt hier, wo ich aufnehme, ist deren letzter Tag. Und ja, die haben dann eben mal hier, oder werden heute noch die Sau rauslassen. Ja, die malen dann immer alle an am Schultag, ne? Oder in der Schule und ja, mal sehen, da standen sie vorhin hier rum und haben den ganzen, oder die halbe Stadt eigentlich belagert, ne, um die ganzen Leute anzumalen oder so. Ja, ist auf jeden Fall heftig, würde ich mal meinen. Und ja, ich kenne sogar auch einige noch, obwohl die 3 Jahre jünger sind eigentlich als ich. Ja, keine Ahnung, irgendwie kommen mir da ziemlich viele noch bekannt vor. Aber ich habe das Gefühl, übelst viele haben einfach wiederholt, ne, oder sind sitzen geblieben. Teilweise sogar 2 Jahre, weil ich glaube, manche waren nur 1 Jahr jünger als ich. Und, ja, keine Ahnung, ist schon heftig irgendwie, wie viele man dann doch noch kennt nach so einer langen Zeit, ne. Weil eigentlich war ja mein Jahrgang, Abschlussklasse 15. Und ich kenne auch noch so viele aus Abschlussklasse 18, so zumindest vom Sehen. Das ist schon verwunderlich und, ja,
keine Ahnung. Natürlich geht Dauerzocker L und so auch auf die Schule. Aber die kenne ich ja unabhängig davon, die ganzen Leute dann. Oder Akrokeks L. Na gut, obwohl Akrokeks L habe ich noch nicht im Real Life gesehen. Ah, zum Beispiel Niklas Plays. Mit dem habe ich ja auch mal aufgenommen. Ja, und da hat er auch die ganze Zeit angefangen, als ich ihn mal gesehen habe. Ja, hier damals unsere Masterbuilders Runde und so. Als wäre das so das Highlight gewesen. Ja, kann man ja nochmal machen, wenn du das siehst. Ja, aber da müssen wir uns beeilen, weil ich glaube, wenn das Video rauskommt, studiere ich bald. Ja, und da habe ich dann nicht mehr so viel Zeit. Aber kann ich bestimmt auch noch dazwischen schieben, ne? So eine kleine Runde, je nachdem. Ja, müssen wir schauen. Also ich weiß generell noch nicht, wie oft ich dann noch aufnehmen werde. Vielleicht nehme ich noch mal einmal die Woche oder so, so ganz was Kurzes auf oder so. Weißt du, dass ich halt dann immer noch genug Zeit für alles anderes habe. Oder für alles andere habe. Ja, aber generell will ich dann eben nicht mehr so lange Aufnahmesessions wie jetzt machen und alles, ne? Weil, ja, das funktioniert dann eben nicht mehr so. Ich muss mich dann eben ein bisschen auf andere Sachen konzentrieren, so. Und, ja, ich denke mal, das kann man auch verstehen. Ja, muss ich halt schauen dann, wie es so wird. Ich versuche natürlich dann trotzdem auch immer mal aufzunehmen, weil es mir ja auch selber Spaß macht und ich vielleicht nicht unbedingt komplett aufhören will. Aber dennoch, ich habe ja dann vorproduziert und muss dann nicht irgendwie noch, ja, oder steht dann nicht irgendwie noch unter Druck oder so. Das heißt, ich kann mir dann auch einfach eine Pause nehmen, wenn ich will und, ja, mal sehen, wie ich das mache. Weiß ich jetzt noch nicht. Es ist natürlich dann auch erstmal eine Umstellung, so sich daran zu gewöhnen, an diesen Studienalltag und so weiter. Und von daher möchte ich da auch nichts überstürzen oder jetzt schon entscheiden vorzeitig, sondern das wird sich dann alles ergeben. Und, ja, so viel auf jeden Fall dazu. Ja, vielleicht nochmal, um zum Ausgangsthema zurückzukommen. Der Regelschulabschluss oder die Leute da, die haben ja am Montag ihre erste Prüfung, soweit ich das gesehen habe. Ich habe nämlich mal im Internet recherchiert und habe ich gesehen, am 28. Mai geht es dann los mit der ersten Prüfung. Ich glaube, Deutsch ist es, oder? Oder Mathe? Ich weiß gar nicht. Auf jeden Fall müssen die Deutsche, Mathe und Englisch schreiben, so wie es aussieht. Und ja, da wünsche ich Ihnen natürlich viel Glück, obwohl jetzt das Video bringt eigentlich nichts, wenn ich das hier sage, weil das eh schon längst durch ist. Ja, dann wünsche ich ja eben den Leuten im nächsten Jahr viel Glück oder viel Erfolg und ja, ich weiß aber gar nicht, ob ich da noch einen kenne, wahrscheinlich da nicht, ne, in der jetzigen 9. oder wenn ihr das Video seht, in der 10. jetzt, die jetzt quasi 2019 ihren Abschluss machen, ne, ja, immerhin kenne ich welche aus aus dem Jahrgang, die 2021 ihren Abschluss machen. So wie Dauerzocker L, ne? Vielleicht macht er auch früher, ne? Vielleicht, er hat mal gesagt, ja, vielleicht nur Hauptschulabschluss. Aber das wäre mir, oder habe ich ihm natürlich auch geraten, das ist ein bisschen wenig, ne? Also dann schon ein bisschen durchziehen lieber, ne? Und ja, dann noch ein Jahr dranhängen, weil Regelschulabschluss ist schon wichtig. Ich kenne auch selber Leute, die nur ja, Hauptschulabschluss haben und die kriegen dann eben auch oft nichts und ja, das ist natürlich dann nicht so schön, wenn man die ganze Zeit dann nur rumhängt und ja, nicht wirklich einen Job kriegt oder irgendwas nur kriegt, was einem überhaupt keinen Spaß macht und einem einfach viele Möglichkeiten entgehen. Ja, deswegen wäre es eben schon ratsam dann, das noch mitzunehmen und ja, mal schauen. So, ich tue mal ein bisschen Eisen weg, das kommt auch noch weg. Ah, hier haben wir noch eine Spitzhacke, okay. Ja, mal schauen. Ich kann ja auch noch eine Druckplatte platzieren, genau, das geht. So. Okay, perfekt. Ah, wenn man die platziert, schließe ich die Tür noch automatisch. Wurde dann später auch geändert, glaube ich, in der 1.5. Ne? Ja. Also da wurde schon noch einiges gemacht. Habe ich ja letzte Folge aber auch schon alles irgendwie erzählt, ne? Und das ist jetzt schon wieder ein alter Schuh. So. Ich würde sagen, ich möchte heute ein Thumbnail machen von dem Haus. Und da mache ich ja nochmal ein bisschen Fortschritt, würde ich meinen. Warte mal, ich mach mal da vielleicht lieber ein bisschen Birkenholz hin, genau. Da ist nämlich das Ganze auch ein bisschen variabler hier mit dem Haus. Ja, finde ich ganz cool, die Idee, deswegen weg damit, so, dann das noch weg. Also die Performance hier in dieser Version, das ist schon irgendwie eine ganz eigene, ne? So wie das alles hier funktioniert, wie die Items so droppen und wie man die aufsammelt zum Beispiel. Da kenne ich große Unterschiede auf jeden Fall zu heute, aber auch zur vorherigen Version 1.4.2. Ist auf jeden Fall
schon für mich zumindest auffällig, aber mir fallen sowieso immer übelst viele Details auf, wenn sich sowas ändert, ne, direkt habe ich das irgendwie im Kopf und ja, keine Ahnung. So, ich würde sagen, ja, ich weiß noch nicht, wie das hier wird mit dem Dach und so. Wir könnten eigentlich hier das so machen und dann mache ich hier davor dann so ein Dach hin. Ich habe da schon eine Idee. Moment, und zwar könnte man, ach, ich kann das immer noch nicht ziehen hier so, ne? Können wir dann aber ab der übernächsten Folge, wenn ich dann auf 1.5 update, ja, dass wir vielleicht einfach hier so ein paar Birken, Treppen uns holen. Vielleicht kann ich mal auch noch ein paar Fichtentreppen machen. Ja, aber das weiß ich noch nicht. Ich mache einfach mal ein bisschen hier was durch, ne? Ich kann ja ein bisschen hier rumcraften und so. Und ja, was mir gerade einfällt, ich hätte eigentlich gerne mal mit in der Aufnahme drin gehabt, by the way, noch, wie die Regelschüler hier so rumpfeifen und so, ja, keine Ahnung, wäre irgendwie lustig gewesen, aber da habe ich noch nicht aufgenommen, ne, das hätten sie dann ein bisschen später noch machen müssen, weil, ja, es ist jetzt noch nicht lange her, oh lol, scheiße, oh nee, ey, ich habe da doch jetzt nicht mehr dran gedacht und vor allem nicht, dass der hier steht, oh nee, oh, alter, scheiße. Ja, toll, jetzt muss ich ja wieder alles reparieren. Ja, jedenfalls, das wäre schon lustig gewesen, das mal eine Aufnahme drin zu haben. Vielleicht auch so, dass man es hört, ne? Aber, ja, hätte das überhaupt mit aufgenommen? Wenn ich das ja jetzt, versucht hätte aufzunehmen, ich weiß gar nicht. Weil, mein Mikro ist da jetzt nicht so empfindlich, sag ich mal. Und das rauscht vor allem dann auch sehr. Und ich glaube, das nimmt dann eher das Rauschen auf, statt diesen, ja, pfeifen, sag ich mal, ne? Ist natürlich auch ein bisschen blöd, wenn man dann so ein Video machen will. Und ich glaube, das hätte dann auch nicht so unbedingt hingehauen. Aber, ja, man hätte es ja mal probieren können. Aber, ja, es ist natürlich so dann jetzt nicht möglich gewesen. Aber so früh kann ich dann leider halt auch nicht auch schon nicht aufnehmen, ne? Weil, ja, das, keine Ahnung, das ist dann halt schon ein bisschen sehr früh. Obwohl, ich hätte es probieren können, so schnell, als ich die erste Pfeife gehört hätte. Die haben dann nämlich noch so 10 Minuten das gemacht oder so. Da hätte ich sagen können, oh, schnell PC an, schnell Aufnahme starten und dann Mikro hinhalten. Ja, aber ich glaube, das wäre ein bisschen stressig gewesen und ein bisschen sinnlos. Und vor allem hätte ich mich dann nicht ordentlich anderweitig auf die Folge vorbereiten können. Weil, ja, das probiere ich natürlich auch immer, dass ich dann gucke, okay, was kann ich jetzt so ansprechen in der Folge und so weiter und so fort, ne? Dass man dann einfach so ein bisschen einen Plan hat und alles. Ja, keine Ahnung. Hätte ich dann halt nicht machen können. Und es wäre halt ja natürlich auch nicht so in meinem Sinne gewesen. Und naja. So, ich würde sagen, ich tue mal hier ein bisschen Holz hin. So. Okay, perfekt, das hätten wir. Ja, und dann hier ein paar Treppen, würde ich meinen. So. Na. Ist es auf der gleichen Höhe? Das sieht irgendwie so schräg aus, aber ja, muss es eigentlich stimmen, ne? Wenn ich jetzt hier nicht komplett einen Knick in der Optik habe und so weiter, ne? Wie Skronk sagen würde. Und ja, ich schau noch mal, wie kann man das hier machen? Kann man hier irgendwie eine andere Farbe noch nehmen? Das wäre natürlich mal interessant. Oh, ey, voll angehen, ey. Volle Granate. Das gibt's gar nicht. So, ich würde sagen, ich nehme mal hier für die Front weiterhin dieses Birkenholz, ja, bitteschön, auch das richtige auswählen, so. Ja, und dann können wir mal schauen hier. So, zack. Ja, das sollte funktionieren. So, dann da. Ja, dann hätten wir die Sache eigentlich. So ungefähr wird das Dach dann aussehen, obwohl ich eigentlich das auch gerne anders hätte. Und zwar, dass man vielleicht hier erst die Treppen hinmacht wieder, ne? Weil ich glaube, das wäre dann irgendwie etwas besser, finde ich. Also, ja, fühlt sich zumindest so an. Und, ja, ich mache mal ein kurzes Thumbnail hiervon. So von dem Haus. Oder, ja, komm, ich mache mal Folgendes. Und zwar gehe ich in den Cheat-Modus, damit ich hier ein bisschen von weiter weg das machen kann, ne? Einfach mal von hier. So. Ja, da haben wir das auch so ein bisschen aus der Ferne oder so. Vielleicht kann man auch sowas hier nehmen. Ja, ich denke mal, das funktioniert schon. Ne, so ein bisschen mit dem Strand und so auch, dass man das mit drauf hat und die Umgebung hier generell. Und ja, dann würde ich sagen, wäre es das gewesen von dieser Folge Minecraft Timeline, oder? Ja, ich mache nochmal die Leiter etwas weiter vielleicht, ne? Damit wir hier
dann auch noch ja, ein bisschen was geschafft haben, diese Folge. So, keine Ahnung. Aber so generell das Craften und so, das funktioniert ja auch noch schneller. Also das heißt, wenn man jetzt so Items verteilt, die klicken sich dann noch schneller in die Kästchen quasi. Was ja später dann auch langsamer geht durch die neuen Mechaniken im Inventar, ne? Da ist ja dann auch einiges möglich geworden. Aber ja, dafür funktioniert eben eigentlich auch manches dann wieder mit mehr Lags und so. Also irgendwie mit jedem Feature, was hinzugefügt wird, kommen erstmal neue Lags hinzu. Das ist schon auffällig. Aber ja, so ist es nun mal. Und naja, ich würde sagen, da kommt dann halt die letzte Treppe noch hin. Und ja, wie das dann weitergeht, sind wir beim nächsten Mal. Ich würde sagen, jetzt ist aber wirklich dann Schluss. Also haut da rein, Leute, das wär's gewesen von der Folge. Und ja, tschüss.